Hallöchen Leute, willkommen zur 54. Episode meines Let's Plays Final Fantasy 7. Jeder wundert sich bestimmt, warum bin ich bei den Chocobo Farm. Ich habe was ganz Wichtiges vergessen und das ist die Attribute der Chocobos natürlich zu verbessern. Das müssen wir so machen. Wir haben ja, hallo, ich will füttern. Führen ist ja Schwachsinn, füttern wäre ja wichtiger. Natürlich müssen wir hier unser Silky-Gemüse, wo wir eigentlich gekauft haben, natürlich auch verwenden. Das heißt, dieses hier bekommt 10 Stück. Das wäre, dass natürlich seine Attribute verbessert werden. Ja. Und jetzt fühlt es sich super. Speed plus, Ausdauer plus, Intelligenz plus. Sie kommen besser aus, natürlich. Und dann machen wir natürlich das andere Chocobo dann 11, wo es schlechter war. Das zweite natürlich. Machen wir dann 11 rein. Natürlich, wenn wir es ein bisschen mehr Choco-Futter geben, wird es natürlich noch besser. Das ist Fakt. Aber das hier, das Female, bekommt 11 Stück, weil es ja schlechter war. Ja. So, sehr schön. Und jetzt werde ich natürlich auch, wenn ich die Möglichkeit habe, aber ich bezweifle, dass ich den Namen ändern kann nochmal. Führen. Ja, führen. Ja, kann man nicht. Schade. Das heißt, ich muss auf jeden Fall mir merken, Chocobo 1 ist Female, Chocobo 2 ist, ja, das andere Chocobo ist natürlich dann, also Male und Female. Also das erste ist Male und das zweite ist Female, das ist wichtig. Gut, natürlich werden wir jetzt diese Chocobos auch trainieren, das habe ich euch ja auch gesagt. Natürlich werden wir uns jetzt die ersten Chocobo-Rennen erstmal angucken und danach, da ist auch zum Beispiel Rubin Weapon, wo er schon auf uns wartet. Aber diese Battles werden wir auch erst später machen, wenn natürlich alle Charaktere auf Level 99 sind, weil ansonsten ist es eigentlich unnütz. Das werde ich auch in Zukunft dann irgendwann offline wieder machen, dass ich alle, oder sag mal, die Hauptcharaktere wenigstens auf Level 99 schrauben werde. Jetzt werden wir auf jeden Fall die ersten Chocobo-Rennen machen. Wir werden uns zwei Chocobo-Rennen angucken, ganz gemütlich offline, jetzt während der Aufnahme, und den Rest werde ich offline machen. Ich muss alle auf Klasse A bringen von den zwei Chocobos und dann natürlich hoffen wir mal, dass wir die andere Chocobos dann bekommen. Also, dass sie auch natürlich Gebäude, gefredige Chocobos bekommen, so rum. Gut, dann gehen wir zu unserem Rennen und hoffen jetzt auch natürlich auch super beste, gelaunte Chocobos jetzt zu haben. Da gehen wir dafür zum Staff Room. Ja, wir haben uns so lange nicht gesehen draußen, da wird jetzt einiges los. Oder ich fühle mich hier etwas einsam, aber man kann einen Jockey nicht von seiner Lieblingsbeschäftigung abbringen. Wie wär's, möchtest du wieder reiten? Du hast deinen eigenen Chocobo, nicht wahr? Ja klar. Welcher? Den benutzt man. Ich melde diesen Rang C Chocobo. Klar, das ist halt sozusagen die erste Rangs, die man hat. Natürlich werden wir auch die kurze Strecke benutzen. Man sieht, das Chocobo hat eine Hammer-Ausdauer jetzt auf einmal. Das ist wunderbar und weil wir es natürlich besser klarkommen und wir lassen es auch natürlich auf Automatik laufen, weil mehr muss man auch da nicht machen, weil das wird eh auf erster Platz ausfallen. Wenn man die ersten zwei Battles gewinnt, kommt es auf Rang B und wenn man natürlich die anderen zwei Levels gewinnt oder sagen wir dann die anderen vier, kommt es auf Rang A. Und natürlich müssen beide Chocobos auf Rang A sein, bevor man sie auf jeden Fall paaren sollte. Weil ansonsten ist es eigentlich komplett unnütze, Leute, wenn man sie paaren tut. Weil dann bekommt man auf jeden Fall kein Super Chocobo. Und wir wollen ja eigentlich ein Super Chocobo haben, oder? Das ist doch Fakt. Weil ohne Super Chocobo ist es ja eigentlich unnütz. Und wenn man sich überlegt, wie weit hinten die anderen Chocobos sind und wie weit wir eigentlich jetzt vorne hier sind und natürlich auch den Sieg ohne Probleme einkaschern werden, weil sie einfach viel zu weit weg sind und unser Chocobo hört auf uns natürlich, nachdem wir den natürlich auch dieses Silkis Gemüse zum Futtern gegeben haben. In Zukunft könnte man ja eigentlich rein noch ein paar Silkis Gemüse kaufen gehen und natürlich den natürlich auch wieder ein paar zum Füttern geben, dass sie natürlich ihre Ausdauer besser wäre. Bis die natürlich jetzt hier eintreffen, die andere Chocobo-Werte, das kann ein bisschen sich in die Länge ziehen. Aber das sind wir ja jetzt ab jetzt dann gewohnt.
Nee, Gewohnzimmer ist natürlich nicht. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass ihr alle Chocobos von euch, bevor es sie paaren tut, auf Rang A hochmacht, weil ansonsten ist es eigentlich unnötig, dass man diese Chocobos paart. Weil wenn man sie nicht trainieren tut, da werden auch natürlich auch keine gescheiten Chocobos kommen. Auf jeden Fall, was ich euch empfehlen tue, ist, wenn man das geschafft hat, alles soweit, dass man natürlich diese Chocobos auf Rang A abspeichern tut. Das ist wichtiger Fakt. Und natürlich jedes Mal neu starten, wenn nicht das gewünschte Chocobo rauskommt, das man haben will natürlich. So, das, was ich natürlich gewonnen habe, will ich in GB haben, das wir natürlich haben. Ja, ich gebe mir 20 GB, wunderbar. Dankeschön. Natürlich lassen wir uns eintragen und werden gleich das nächste Chocobo-Rennen machen. Und das ist Fakt, die kurze Strecke reicht auch. Natürlich könnte man auch die lange Strecke machen, auf automatisch lassen wir es auch. Wie gesagt, ein Tipp, was ich euch geben kann, wenn ihr das geschafft habt, ist es wichtig, wenn ihr es danach abspeichert, alle auf Rang A. Und wenn ihr sie dann sozusagen zum Paaren schickt, dass ihr auch nicht an euch ärgert, scheiße, ich habe so eine Karobnuss eingesetzt jetzt zum Paaren und dann ist nicht das gewünschte Chocobo rausgekommen. Deswegen rate ich euch natürlich davon ab, Leute, das ist Fakt, ich rate euch wirklich davon ab, abspeichern von der Chocobo Farm und jedes Mal versuchen zu paaren, bis man das gewünschte Chocobo bekommt. Bis man wieder diese Chocobos dann zum Paaren kann, muss man sozusagen 20 Kämpfe machen und dann sind sie wieder paarungsfähig. Nur, dass ihr sozusagen schon mal vorab jetzt eine Info habt, weil der Rest werde ich jetzt, auch wenn diese Episode sehr kurz ist, weil es eigentlich eine Info-Episode in dem Moment ist, was ich jetzt vergeigt habe in den anderen Episoden, ist es halt auf jeden Fall wichtig, wie gesagt, vor dem Paaren abzuspeichern, dass man natürlich dieses gewünschte Pokémon, das man haben will, weil die ersten Pokéballs von da, wo gezüchtet werden, ist grün und blau, dass ihr es nur schon mal vorab wisst in dem Moment. Ich werde mich auf jeden Fall schon mal jetzt bedanken fürs Zuschauen, weil bis die anderen über die Ziellinie kommen, kann ein bisschen dauern, ihr wisst ja. Abonniert mich, nehme ich das gratis. Ich würde für eine Weiterempfehlung mich sehr bedanken von euch. Ansonsten, ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Abend und wir sehen uns natürlich demnächst, wenn wir das blaue und das grüne Chocobo haben. Euer Davy, tschüssi. Kowski.